Hallo Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen zum ersten Video im Jahr 2022, zu dem ich euch recht herzlich begrüßen möchte. Ich wünsche euch erstmal alles Gute für das neue Jahr und habe mich heute mal auf den Weg gemacht nach Vogtlohe, um den nach Fahrplanwechsel neuen Zugverkehr für euch aufzunehmen. Unter anderem werden wir dabei haben, wie schon damals gehabt, die Baureihe 612, die Baureihe 633, den Pesa-Link, die Baureihe 440, den ETR 610, sowie die Baureihe 430, die ja neu ist, von Go-Ahead, Stadler Flirt Typ 3 Triebwagen. Und als Highlight gibt es dann noch die Baureihe 218446 DB Regio mit dem IC 2085. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei dem Video. Ihr nächster Anschluss RE 72 nach Memmingen, Abfahrt 13.12 Uhr, Gleis 4. Schön zu sehen, hier ist richtig was los auf dem Bahnhof in Buchloe. Thank you.
Bitte für nächsten Anschluss. BRB 68 nach München, Abfahrt 13.35 Uhr, Gleis 2. ECE 192 nach Magreten, Abfahrt 13.36 Uhr, Gleis 4. Heute ist circa 10 Minuten später auf Gleis 1. Ich wiederhole RE 96 nach München, Abfahrt 13.27 Uhr. Heute ist circa 10 Minuten später auf Gleis 1. Einfahrt des ETR 610 von München nach Zürich über Memmingen und Lindau, Reutin, Bregenz und so weiter. Thank you.
So, jetzt kommen wir zum Highlight des heutigen Tages. Der IC 2085, gezogen von der 218446 in beige Ozeanblau. Entschuldigt bitte die Windgeräusche im Moment, aber der Wind hatte so extrem zugenommen. Hier nochmal Einfahrt eines ETR 610 Richtung München. Nun kommen wir langsam zum Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat das erste Video von mir von 2022 gefallen. Im Anschluss gibt es heute auch mal wieder eine Fotobox. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Denkt dran, abonniert meinen Kanal, liked das Video, empfiehlt das Video weiter. Empfehlt mich an Freunde und Bekannte. Ihr könnt mir aber auch über Facebook und Instagram folgen. Dazu findet ihr Informationen in der Kanalinfo. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Euer Andreas L.